Hallo, alle daheimgebliebenen, liebe Sponsoren. Ich habe heute die Ehre, euch durch den Tag zu begleiten, was wir heute geschafft haben. Der Tag hat heute für uns früh begonnen. Die ETs sind gegen 6 schon Richtung Charging Tent aufgebrochen. Für August herrschten dort sehr kühle Temperaturen. Unsere Betty hat uns 12 Grad gesagt. Also haben wir uns kurzerhand aus einem heißluftfüllenden Lagerfeuer gemacht, um unseren Frühstücksnutella warm zu füllen. Nachdem um 9 dann die Scrutineers endlich eingetroffen sind, konnten wir mit denen weiter die Batterie durchgehen und haben nach einem kleinen Fehler in dem Isolationswächter dann auch das Batteriescrutinieren erfolgreich beenden können. Parallel dazu haben Moritz und Caro an der Business-Präsentation teilgenommen, haben da gutes Feedback bekommen. Leider hat es für die Finals nicht gereicht. Wir werden morgen sehen, wo das Ergebnis uns hinbringt. In dem mechanischen Scrutineering haben wir im zweiten Mal alle Fehler beheben können. Eine Tüdelung ist noch ausstehend, aber die geht dann schnell morgen durch. Danach ging es direkt weiter zum elektrischen Scrutineering. Da haben wir alle sichtbaren Tests durchführen können. Die Tests, wo man HV und LV einschalten muss, konnten wir aus Zeitgründen nicht machen, da wir zu Design und Cost-Event aufbrechen mussten. Haben dann noch mal kurz unsere Berner auf Hochglanz poliert und haben sie dann verladen, um oben auf dem Marquis sie den Judges präsentieren zu können. Beim Design-Event ist ein gemischter Kommentar bei rumgekommen. Wir müssen da einfach warten, was morgen die Ergebnisse sagen, ob wir in den Finals sind oder nicht. Beim Cost ist das Ergebnis gut ausgefallen. Da können wir uns hoffentlich auch auf eine sehr gute Platzierung freuen. Danach haben wir schnell das ultimative Teamfoto geschossen oben und haben das Auto so schnell wie es ging wieder runtergebracht, um weiter im elektrischen Scrutineering zu kommen. Das war leider nicht möglich, da die Scrutineers heute um 19 Uhr schon Schluss gemacht haben. Deswegen geht es morgen für uns weiter. Wir werden alle Sachen über die Nacht beheben, nochmal alles sehr genau durchgucken, dass für morgen da keine Probleme mehr zu erwarten sind. Zu guter Letzt möchte ich noch sagen, dass uns heute 3 Sponsoren besucht haben. Bei uns in der Box zu Besuch war VW zum Meet and Greet. Dann waren noch ZF und Mahle bei uns. Vielen Dank an den netten Besuch und an die Geschenke, die mitgebracht wurden. Und genau, morgen früh geht es dann weiter mit dem Scrutineering, den 3 Awards, an denen wir teilnehmen dürfen, und im Nachmittagsbereich das Skipper-Event. Wir laden auch weiterhin alle Sponsoren, Familien, befreundete Teams, alle, die Bock haben, unser Auto zu sehen und mit uns zu quatschen, bei uns in die Box ein. Kommt einfach vorbei. Okay, das war's von mir.